Bin ich. Mir ist, als hätte ich Orang-Utan-Arme. Naja, wir hatten ausgemacht, wen packt, trägt ihn. Nächstes Mal packst du für ein Wochenende und nicht für die Sommerferien. Dann gehe ich mal und pack aus. Wie willst du den ohne Gabelstapler hochkriegen? Wie Konfuzius sagt, Muttel, die Tochtel hilft, hat sehr glückliches Leben. So. Dann nicht. Denk daran, du wolltest gleich deinen Vater anrufen. Mach ich. Rechnung, Rechnung, Telefon, Werbung, Rechnung. Wollen Sie 1 Million bei Burda gewinnen? Klar, dann kann Burda meine Rechnungen bezahlen. Mama, Mama! Was ist passiert? Jemand hat Daddy geklaut. Was? Ich wollte ihn gerade anrufen, aber der Würfel ist weg. Evie, ganz ruhig, denk nach. Wo hattest du ihn hingestellt? Er stand auf dem Nachttisch, wo er immer steht. Bist du sicher? Hör mal, Mama, ich werde doch meinen Vater nicht verlegen. Aber es sieht nicht nach einem Einbruch aus. Wir wurden nicht beraubt. Dein Vater wurde gekidnappt. Wer tut denn sowas Schreckliches? Würfelspieler. Wir müssen die Polizei rufen. Die kann uns bestimmt helfen. Nein, nein. Nein, nein, keine Polizei. Warum nicht? Evie, was soll ich Ihnen denn sagen? Mein Ehemann ist verschwunden? Herr Kommissar, er wohnt in einem kleinen Würfel auf dem Nachttisch meiner Tochter. Hm? Oh-oh. Oh-oh. Was soll das heißen, Evie? Lass dir was einfallen, das ist ein echtes Problem. Richtig, ich habe die Polizei nämlich schon angerufen. Oh, Evie, dann weiß es auch der Bürgermeister. Du weißt doch, wie neugierig er ist. Tut mir leid, aber ich musste was unternehmen. Aber natürlich, ist ja schon gut. Okay, setz dich dahin. Wir stecken jetzt die Köpfe zusammen und dann werden wir schon rauskriegen, wo er ist. Also, denk nach, als du ihn das letzte Mal gesehen hast, was hast du da getan? Du erinnerst dich doch auch. Es war, bevor wir nach San Francisco gefahren sind. Ich habe gepackt und war so gut wie fertig. Ich hatte mir überlegt, ein paar unwichtige Sachen hier zu lassen. Ich habe das riesige Wörterbuch auf den Tisch gestellt. Plötzlich fing mein Ohr an zu jucken. Ich habe es gekratzt und da wurde es dünner. Dein Ohr? Nein, mein Wörterbuch. Du wolltest ein Wörterbuch mit nach San Francisco nehmen? Es ist meine Erinnerung. Ich kann mitnehmen, was ich will. Und dann habe ich dasselbe mit Baba probiert. Unglaublich. Plötzlich war Baba der erste Teddybär der Welt mit Schwindsucht. Evie, beeil dich, wir verpassen noch das Flugzeug.
Du bist der absolut unfähigste Anstreicher in ganz Kalifornien. Ach ja, meine anderen Kunden meinen das nicht. Er hat recht. Die denken, er ist der unfähigste Anstreicher der gesamten westlichen Hemisphäre. Siehst du? Phil? Ist das gelbe Farbe oder hast du ein Eidotterbad genommen? Oh, das ist gelbe Farbe. Eidotter haben zu viel Cholesterin. Also, Donne, wir müssen jetzt gehen, sonst verpasst du den Flug. Ach, Phil, hier ist der Schlüssel. Bitte, vergiss nicht, das Haus abzuschließen, bevor du gehst. Okay, aber wenn ich abschließe, bevor ich gehe, bin ich eingesperrt. Die haben recht. Die gesamte westliche Hemisphäre. Dankeschön. Bitte sehr. Mama, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Der Würfel hatte 0, nichts aus dem dicken Baba-Bär einen dünnen gemacht. Dünn? Du meinst in 0, nichts? Das ist erstaunlich. So einen enormen Gewichtsverlust habe ich zuletzt nach Olgas Schönheitsoperation gesehen. Das war der fette Baba? Es war unglaublich. Und mit dem Wörterbuch ist dasselbe passiert. Jedes Mal, wenn der Würfel aufging, gab es einen Blitz. Den Rest habe ich dir und Onkel Bino auf dem Weg zum Flughafen erzählt. Das ist eine interessante Geschichte, aber was soll ich der Polizei sagen? Würfel aus dem All verkleinert Bär und verschwindet. Das Publikum verlangt Aufklärung. Und was sagen wir denn nun? Keine Bewegung! Ah! Ist der nicht wahnsinnig, oh Mann? Er ist die absolute Poesie der Bewegung. Aber diese Art Poesie, die sich nicht reimt. Kyle! Wer ist dieser Mensch? Polizei! Marlo Weiß! Wer ist die Kleine? Das ist Donna. Und der Zwerg? Ihre Tochter. Was machen die hier? Wir wohnen hier. Beweise? Da ist meine Post. Mein Name und meine Adresse stehen drauf. Aha. Da haben Sie aber Glück gehabt, Mrs. Burda. Kyle! Soweit ich weiß, sind Sie die, die Sie vorgeben zu sein. Würdest du uns bitte sagen, wer das ist? Erkennen Sie mich nicht? Mein Foto war ungefähr 1513 Mal in der Zeitung. Das erklärt alles. Ich lese nie die Witzseite. Ein vorwitzig Mundwerk. Ich liebe solche Frauen. Donna, du kennst doch sicher den berühmten Milton Wilder. Oh ja, waren Sie nicht vor dem Krieg im Fernsehen? Das war Humphrey Bogart. Milt ist ein wahnsinnig toller Detektiv. Er hat damals die kanadischen Ermittlungen im Fall des Bürgers von Mexiko geleitet. Ja, ich hab mir vielleicht den Arsch aufgerissen, oh. Tja, wenn man sonst nichts zum Denken hat. Also, kommen wir endlich zur Sache, okay? Gut, ein guter Detektiv, und das bin ich, fragt immer nach den berühmten 5 Ws. Wer, was, wann, wo und wer? Das waren 2 Ws. Haarspalterei. Ich liebe solche Frauen. Also mein Job, Spuren sicherzustellen, mit denen ich den Täter dieses in Kürze zu erwähnenden mutmaßlichen Verbrechens Anklage erheben werde. Ja. Ich habe kein Wort davon verstanden. Ich auch nicht. Sind Sie vielleicht doch Rechtsanwalt? Also kommen wir zum ersten W. Was ist passiert? Ich habe wirklich keine Ahnung. Mein Schmuckkästchen wurde entführt. Ich meine, gestohlen. Und es war sehr wertvoll. Ich meine, es hatte Liebhaberwert. Können Sie uns helfen oder nicht? Na klar, ich werde den Fall lösen, oder ich will nicht länger Milton Ballermann Weiler heißen. Also, wer außer Ihnen hatte Zutritt zu diesem Wohnsitz, während Sie in Absentia waren? In Absentia? Eine kleine Stadt südlich von Sodom und Gomorra. Spricht er denn noch Deutsch? Mann, ich bin ein Kopf und ich kloppe Kopfsprüche. Wenn ein Kopf stoppt, salopp wie ein Kopf zu reden, geht er hops und dann ist der Kopf wie ein Mops, der bekloppt am Boden robbt und dabei ist der Job so grob. Stopp! Ich sage alles. Wir waren unterwegs zum Flughafen und dabei habe ich Phil noch ein paar Anweisungen gegeben und... Moment mal. Wer ist Phil? Er ist der Hauptverdächtige. Ein Herumtreiber, verdient sein Geld als Hilfsarbeiter. Und plündert alleinstehende, unschuldige Frauen aus. Mann, das könnte ein guter Kinofilm sein. Ich spiele dich. Finde ich gut, Mann. Finde ich sehr gut. Müsstest dich nur ein bisschen jünger machen. Halt, Phil würde nichts stehlen. Er ist kein Verbrecher. Das war Nixon auch nicht. Und was ist passiert? Okay, ich werde diesen Typen Phil in seinem Loch ausräuchern und ihn verheizen.
Ich dachte, es heißt verhören. Nicht, wenn ich dabei bin. Ich habe nichts getan. Ehrlich, ich bin unschuldig. Ich war im Kino. Ja, genau, im Kino. Eine Doppelvorstellung. Ich war die ganze Zeit im Kino. Ihr müsst mir das glauben. Sie werden mich doch nicht einsperren. Ich tue ja alles, was Sie wollen. Ich bin unschuldig. Sie müssen mir glauben, bitte. Ich bin unschuldig. Bitte. Er will nur deinen Namen wissen. Oh. Wenn das so ist, kein Problem. Meine Karte. Phil Petrosian, anstreichen und häkeln, gebt mir eure Wände und Deckchen. Okay, Phil, woran können Sie sich erinnern? Ich erinnere mich an meinen dritten Geburtstag und ich erinnere mich an Alamo, ich erinnere mich an Zähneputzen und ich kann... Phil, ich glaube, er meint unsere Abreise nach San Francisco. Ich mach das schon, Kleines. Ich meine die Abreise nach San Francisco. Los, spuck's schon aus. Oh, verdammt, wie soll ich jemand mit einer 40-Watt-Birne fertig machen? Hören Sie, ich habe nichts zu verbergen. Ich sag alles, was Sie wissen wollen. Warum nicht gleich so? Also, man hat Sie beauftragt, dieses Objekt zu sichern. War's so? Nein, aber ich habe alles abgeschlossen. Woher wissen Sie das? Ist das eine von diesen Fangfragen? Ah, er kennt die Taktik. Okay, woran erinnern Sie sich noch? Ich erinnere mich, wie Sonny Liston geboxt hat. Ich erinnere mich an Spencer Davis und dann Donald Duck und an die fantastischen Vier. Hey. Ach, Sie meinen den speziellen Tag? Ich war in der Küche. Ich lag auf einem dieser rollenden Dings da mit Rädern dran. Phil, musst du unbedingt falsch pfeifen während der Arbeit? Oh nein, schon gut, ich höre auf. Phil, ich dachte, du wolltest erst fertig anstreichen, oder was? Ja schon, aber ich habe dummerweise die Farbe in den Ausguss geschüttet. Was? Ach, das kannst du morgen machen. Ich muss zuschließen und die beiden zum Flughafen fahren. Morgen ist der ganze Mist doch schon hart. Ach, du bist ein Schwachkopf, Phil. Du musst doch bloß das Wasser anstellen und die Farbe wegspülen, solange sie noch nicht trocken ist. Zudrehen! Bino! So was Seltsames habe ich noch nie gesehen. Was? Gelbes Leitungswasser. Und das war schon alles. Die sind gefangen, ich war fertig, hab mich ausgesperrt und bin gegangen. Und als Sie nach Hause gegangen sind, haben Sie da nichts Ungewöhnliches gesehen? Jetzt fällt es mir wieder ein. Als ich nach Hause kam und mich auszog, stellte ich fest, dass ich zwei verschiedene Socken anhatte. Okay, Sie können gehen, aber Sie bleiben in der Stadt, bis der Fall abgeschlossen ist. Der Mann schüttet frische Farbe in den Abfluss, verwechselt die Socken. Er findet nie den Weg aus der Stadt raus. Sie haben recht, Mann. Und danke für deine Hilfe, Mann. Also! Wer hatte sonst noch Zutritt zum Haus? Niemand. Stimmt das? Nein! Ich wollte sagen, ja, ich meine, sonst kommt niemand hier rein. Warte mal, was ist mit Bino? Ich warte, aber... Wer oder was ist Bino? Mein Onkel. Der würde mein Schmuckkästchen nicht stehlen. Ja, und Margaret Thatcher ist ein Ausbund an Freundlichkeit. Das ist empörend. Sie können meinen Bruder nicht wie einen Kriminellen behandeln. Hey, wenn Phil es nicht war und Sie waren es auch nicht und der Zwerg nicht, dann bleibt leider nur noch eine Person übrig. Der Butler. Ihr Bruder. Jetzt ist er der Hauptverdächtige. Schaffen Sie ihn hierher. Ich gebe sofort eine Fahndung raus. Ich habe ihn vor 5 Minuten angerufen. Dann müsste er längst hier sein. Er war unter der Dusche. Niedliche Geschichte. Ich gehe rüber und mache ihm Dampf. Ich bin gleich wieder da. Wissen Sie, die Detektive im Fernsehen sind viel netter, wenn sie Leute verhören. Die Detektive im Fernsehen sind Schlappschwänze. Hallo, jemand wollte mich sprechen? Nein, nicht! Nein! Halt! Das ist mein Bruder! Ach ja? Warum versteckt er sich dann? Ich hab mich nicht versteckt. Ich wollte einen kleinen Imbiss machen.
Ah, sehr nett von Ihnen. Aber ein guter Bulle ist nicht im Dienst. Er ist weg! Ah! Nicht schießen, das ist der Bürgermeister! Du hast recht, Milton. Er ist tatsächlich abgehauen. Ich rufe die Bundespolizei an. Die sollen nach einem miesen, hinterhältigen Verbrecher Ausschau halten. Oh, hallo, Beamer. Wie geht's denn so? Also, Mann, können Sie sich erinnern, was an dem Abend passiert ist, als Mrs. Boda und ihre Tochter nach San Francisco fuhren? Und ich will alles wissen. Okay. Wir haben früh zu Abend gegessen, damit sie ihr Flugzeug noch kriegen. Also, es gab Lammkeule und Kartoffelbrei, dicke Bohnen. Nein, es waren Erbsen. Und nach dem fünften Gang kam die zweite Nachspeise. Ich habe mir heiße Diätschokolade gemacht mit einem Stückchen Käsekuchen und einem Bällchen Eiscreme. Hey, dieser Typ war es bestimmt nicht. Der hört ja nie auf zu essen. In Ordnung. Wir bringen das jetzt ins Labor und holen uns da ein paar Antworten. Gute Idee. Welches Labor? Meine Damen, der Fall ist so gut wie gelöst. Milton Weiler schaltet jetzt sein Gehirn auf Overdrive. Eine willkommene Abwechslung zum Rückwärtsgang. Giftig. Ich liebe solche Frauen. Ja, ja. Ich bin so froh, dass er weg ist. Mein Gott. Ich hab Hunger. Sag mal, wollen wir jetzt nicht einen Imbiss essen, Onkel Bino? Oh, ich hab keinen Imbiss gemacht. Das habe ich nur gesagt, damit ich nicht von den Polizisten verdächtigt werde. Wieso? Ich glaube, ich muss euch ein Geständnis machen. Was ich dem Detektiv gesagt habe, war leider nur die halbe Wahrheit. Na ja, du hast das Knoblauchbrot nicht erwähnt. Das macht doch nichts, Bino. Nein, ich habe euch viel mehr verschwiegen. Es war so, vom Flughafen bin ich nicht gleich nach Hause gefahren, sondern nochmal zu euch. Ich bin die Treppe hoch und in Ivys Schlafzimmer gegangen. Erstaunlich! Es ist dünner. Du, 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 du. Du, du, Troy. Juhu, Troy. Ich weiß, wo du bist. Hey, Troy, immer noch böse wegen dem Kassettenrekorder in eurer Flitterwochen-Suite. Ich wollte nie, ich meine... Hey, Daddy, mach auf, ich bin's, Ivy, okay? Nein, hä? Okay. Hör mal, Troy, ich wollte nur mit dir über den Trick reden, den du Ivy vorgeführt hast. Du weißt, der Zaubertrick, bei dem alles dünner wird. Also, warum machst du nicht die Klappe auf und wir plaudern ein wenig? Wahrscheinlich klemmt es. Also, oh, schon gut, schon gut. Okay. So, und was ist dann passiert? Du willst es wissen? Du willst es wirklich wissen? Du willst es also wirklich wissen? Das ist passiert. Dein Vater hat mich gebissen. Kein Wunder, sowas ist glatter Einbruch. Ich habe alles versucht, außer Dynamit, um das Ding loszuwerden. Hey, pass auf damit. Das Ding ist mein Ehemann. Ja, ich weiß, es tut mir leid. Aber ich wollte nur wie jeder andere übergewichtige Amerikaner 50 Pfund in 5 Sekunden verlieren. Ist das denn zu viel verlangt? Oh, Bino, du bist doch nicht dick. Du bist mein Bruder. Ruf deinen Vater an und sag ihm, er soll den Mund aufmachen, damit Bino seine Hand da rauskriegt. Okay. Ja, ja. Daddy? Daddy? Hörst du mich? Oh, Gott sei Dank, das war ein Ding. Hey, die ist ja ganz geschwollen. Damit musst du rechnen, wenn du deine Hand ein paar Tage ins Weltall hältst. Hallo, Ivy, was ist los? Hallo, Daddy. Onkel Binos Hand war zufällig im Würfel eingeklemmt. Oh, musste es in die gesamte Galaxis rausposaunen. Was macht er mit seiner Hand im Würfel? Na, er wollte dünner werden. Wie es aus Versehen mit Baba Bär passiert ist. Ivy, diese Energie ist nicht dafür gemacht, Dinge dünner werden zu lassen. Das ist nur der erste Schritt in einem Prozess. Und was ist der zweite Schritt? Ja.
Es ist eine Mischung aus Verdampfung und Verbrennung. Das hätte ich sein können. Das hätte Bino sein können. Dann hätte er sein gesamtes Gewicht verloren. Die Kraft kann zum Guten, zum Bösen und zum Tiefgefrieren benutzt werden. Oder gar nicht. Oder gar nicht. Jetzt weiß ich Bescheid, Daddy. Ich muss jetzt auflegen, Liebes. Gib deiner Mutter einen dicken antarianischen Kuss von mir. Mach ich. Jetzt gehen wir essen. Komm, Bino. Das hätte... Mann, oh Mann, oh Mann, ich sein können. Er scheint in Trance zu sein oder sowas. Bino? Bino, essen. Oh gut, ich mach den Salat. Hm. Funktioniert immer. Weiler, Marlo Weiß. Nicht schießen, ich komme ja schon. Ich dachte nur, ich komme vorbei und gebe einen Zwischenbericht über meinen Zwischenbericht. Oh, wollen Sie? Also wirklich komisch. Zufällig haben wir das Schmuckkästchen gefunden. Na also, ich hab doch gesagt, ich löse den Fall. Ja. Wo war es? Oh, ich bin doch ein Dummchen. Ich hatte es in die Reinigung gegeben. Oh, rührend. Ja. Ich hasse solche Frauen.